Mitte der 1960er Jahre wurde in Polen für den wachsenden Güterverkehr eine neue Güterzuglokomotive benötigt. Pawawak lieferte 1969 die ersten Prototypen der bis zu 125 km/h schnellen sechsachsigen E-Lok. Bis 1989 wurden insgesamt 1184 Exemplare in Dienst gestellt, womit sich die Baureihe zur meistgebauten E-Lok in Europa entwickelte. Das Pico-Modell der ET22 trägt die Loknummer 22-854 der PKP Cargo mit Revisionsdatum 30. Juli 2012. Das Modell der Elektrolokomotive ET22 ist eine Neukonstruktion und kommt in DC-Ausführung. Die Dachausrüstung ist perfekt nachgebildet. Besonders bestechend die vorbildgerechte Nachbildung der Scherenstromabnehmer sowie die filigranen Dachisolatoren und elektrischen Zuleitungen in vorbildlicher Materialstärke. Das Modell besticht durch einen gelungenen Formenneubau ohne störende Formentrennkanten und die stimmige Umsetzung aller relevanten Details ihrer Vorbildmaschine, wie zum Beispiel die Führerstands- oder Maschinenraumnachbildung. Im Frontbereich der Lok gefallen die exakt nachgebildeten Scheinwerfer, Stirntritt, Hubpuffer und Schneeräumer. Extra angesetzte Front- und Türgriffstangen sowie Elektroverbindungskabel und Luftleitungen runden den perfekten Gesamteindruck dieser Lok ab. Die Drehgestelle sind fein detailliert und originalgetreu wiedergegeben. Die Lackierung und Bedruckung ist makellos sowie trennscharf und entspricht in jedem Detail dem Vorbild. Das Pico-Modell der ET22 ist mit einem Kurzkupplungsschacht nach NEM ausgerüstet. Beide Drehgestelle haben auf je einer Achse diagonal angeordnete Haftreifen, die zur Erhöhung der Zugkraft beitragen. Das Modell ist mit einer digitalen Schnittstelle PLUX22 ausgerüstet. Alle digitalen Funktionen sind mit einem entsprechenden 22-poligen Pico-Decoder abrufbar. Die Sound-Nachrüstung ist ebenfalls durch nachträglichen Einbau eines Lautsprechers und einem Sound-Decoder problemlos möglich. Bei Fahrbetrieb erfolgt automatisch fahrtrichtungsabhängig der Wechsel von Dreispitzsignal sowie der Schlussbeleuchtung. Die Schlussbeleuchtung ist extra schaltbar. Der Führerstand sowie der Maschinenraum sind ebenfalls extra digital schaltbar. Das Modell der PKP-Reihe ET22 hat einen Zinkdruckgussrahmen und zeichnet sich durch einen leisen und sauberen Lauf aus. Die ausgezeichneten Fahreigenschaften verdankt die Lok dem bewährten fünfpoligen Motor mit zwei Schwungmassen, die auch für ein vorbildgerechtes Ausrollen des Modells sorgen. Mit der originalgetreuen Nachbildung der attraktiven Elektrolokomotive ET22 unterstreicht Pico auch mit dieser Neukonstruktion seinen Anspruch, technisch ausgereifte Modelle mit einem hohen Spielwert anbieten zu können. Mit dem Modell dieser wichtigen polnischen Baureihe vervollständigt Pico das Angebot für Modellbahnfreunde und Sammler. Durch ihre hohen Zugkräfte kann sie ideal vor vorbildgetreuen Zuggarnituren eingesetzt werden.
Als passende Wagen führt Pico unter anderem die neuen Niederbordwagen 401Z der PKP im Programm. Das attraktive Modell der ET22 der PKP Cargo wird durch ihr auffälliges Erscheinungsbild und ihre ausgezeichneten Fahreigenschaften zum Blickfang auf jeder Modellbahnanlage.